Der Termin für die staatliche Trauerfeier der verstorbenen britischen Königin Elisabeth II. Steht fest. Die Zeremonie soll am 19. September in der Londoner Westminster Abbey stattfinden, wie der Buckingham Palace mitteilt. Die sterblichen Überreste der Queen sollen anschließend nach Schloss Windsor westlich von London überführt werden. Dort wird die Queen im engsten Familienkreis in der Familiengruft der St. George-Kapelle beigesetzt. Am Samstag stand der Sarg weiter auf Schloss Balmoral in Schottland, wo die Queen am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben war. Am Sonntag wird er vom Sommerschloss nach Edinburgh in die offizielle königliche Residenz Holyrood House gebracht. Am Montag wird der Sarg in einer Prozession durch die schottische Hauptstadt in die St. Giles-Kathedrale gebracht, wo ein Trauergottesdienst mit der königlichen Familie stattfindet. Am Dienstag dann wird der Sarg per Flugzeug nach London überführt, wo er ab Mittwoch in Westminster Hall 4 Tage lang öffentlich aufgebahrt wird.